Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic. Wir spielen jetzt hier diese Heldenmission. Mal gucken, wo muss ich da jetzt eigentlich hin? Ah, da oben, ja gut. Ich weiß das gar nicht, wenn ich jetzt hier Leute umlege. Okay, 3 von 16, gut. Ich habe keine Angst. Okay, dann rennen wir jetzt mal nach oben. Ich weiß das nicht, ob das Umlegen auch hier oben zählt. Na klar. Oder nur unten. Keiner mehr da? Wie langweilig. Oh, komm schon, Leute. Irgendjemand muss sich noch hier platt machen können. Ich weiß nicht, ob jetzt die hier auch gelten, falls hier unten noch Gegner sind. Denn 4 Stück im Bonus möchte ich natürlich mal mitnehmen, ne? Gibt schließlich auch noch mal knapp 4000 Punkte. Okay. Okay, nee, da muss ich jetzt noch mal hoch und noch mal ein paar Leute umliegen, denn wenn ich die jetzt freilasse, dann ist die wahrscheinlich beendet und dann ist auch der Bonus weg. Nee, da muss ich jetzt nochmal hoch. Was habe ich denn jetzt hier nicht bekommen? Ach, nur ein gefälltes Geschenk. Alter, was? Kann denn hier schon wieder einer alle umgelegt haben hier? Ich brauchte nur noch 4 Leute, komm. Gut spawnt, damit ich euch wieder platt hauen kann. Ah, oh, das ist doof, ne? So, ist da hinten vielleicht irgendjemand? Irgendwas zum Töten? Ah, gut. Konzentrieren.
So, was habe ich denn jetzt hier bekommen? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ah ja, wunderbar. Hier ist wieder was zum Töten. So, der ist jetzt draußen, ne? Nee, wo ist denn jetzt? Ach da. Oh, warte mal, da fällt mir gerade was ein. So, und dann kann ich mir jetzt auch endlich mal hier ein Reittier organisieren. Moment mal, scheiße. Ach, kacke, egal. Okay, gut. Ich wollte eigentlich... Ah ja, doch, Taunton, ja doch, das richtig, war richtig gut. Ihr habt es geschafft. Sie sind alle wieder frei. Und jetzt weiß ich auch, wie die Evoki überhaupt in die Fabrik gekommen sind. Die Arbeiter haben mitgehört, wie die Sumpfratten über ihr Schiff sprachen. Ist das zu glauben? Fliegende Sumpfratten? Anscheinend sind sie auf dem Fabrikdach gelandet, aber sie haben technische Schwierigkeiten. Hättet ihr nicht Lust, das erste und letzte Evoki-Raumschiff hochzujagen? Es wäre mir eine Ehre. Ich habe hier etwas Detonit, das ihr kleines Schiff problemlos vernichten wird. Ihr solltet dann nur nicht in der Nähe sein. Der Weg zum Fabrikdach hat es allerdings in sich. Geht an dieser Stützmauer vorbei, den Hügel hoch und überquert ganz vorsichtig die Röhren, die in die Fabrik führen. Dann stürmt ihr das Gebäude, jagt das Sumpfrattenschiff in die Luft und kommt zurück. Ganz einfach. Der Typ hat doch die deutsche Stimme hier von Theron Schorn. Oder irre ich mich da? Okay. Jetzt oben aufs Dach. Moment mal, wo komme ich da oben jetzt aufs Dach? Wo ist jetzt hier? Ach ja, hier oben rum. Ja, okay, gut. Nee. Ich habe keine Angst. Warte mal, nichts noch in Höhe hier, ne? Ja, ja, da oben rum irgendwie. So, hier ist richtig. Er
Anmarsch. Marco hat ganz gut was abgefunden. Hier muss ich mal heilen. Wahrscheinlich auch jede Sumpfratte auf Hutter. Das war beeindruckende Arbeit. Na gut. Gut, dann gehen wir erstmal zur nächsten Heldenmission über. Ihr da, der alte Mann hat euch geschickt, nicht wahr? Ich kann seinen üblen Gestank nach Chemikalien von hier aus riechen. Wisst ihr, was diese Chemikalien anrichten? Sie reinigen das Wasser, sicher. Aber sie stellen auch widerliche Sachen mit den Tieren im Wasser an. Mutieren sie und lassen sie durchdrehen. Sie kommen doppelt so groß aus dem Wasser raus und 10-mal so bösartig. Und sie löschen uns aus. Vielleicht wusste der alte Mann nicht, was seine Chemikalien anrichten. Was? Meint ihr, nur weil er stirbt, ist er freundlich und unschuldig? Der alte Mann ist verrückt. Ihm ist es eindeutig egal, ob wir bei der Reinigung alle sterben. Wenn ihr uns helfen wollt, solltet ihr zu dieser Station gehen und die Ventile zerschmettern, die die Chemikalien freisetzen, damit niemand mehr diese Station nutzen kann. Was ist euch euer Dorf wert? Ich kann euch nur ein paar Credits anbieten. Wir sind kein wohlhabendes Dorf, aber wenn das die Monster in Schach hält, ist es uns das wert. Bitte, werdet ihr uns helfen? Ja, noch glauben wir nicht. Ich werde die Ventile zerstören. Ihr seid unsere Rettung. Es wird gut tun, mal wieder etwas Frieden zu haben. Alles klar. Jetzt zerschmettern wir mal. Ich habe keine
keine Angst. Hier, eure Belohnung, wie versprochen. Danke sehr. Hey, so. Sabotiere der Sicherheitsknopf, ne? Wollen wir mal. Ach man, verdammte Tod. Hatte ich völlig vergessen wieder. So, wo soll ich das denn jetzt alles noch machen? Okay. So, bin ich aber auf dem richtigen Weg. Na, dann kann ich doch eigentlich auch das schnell rasieren weisen.
Okay, so, wo haben wir denn hier noch einen? Ich glaube, das müssen wir nach oben, ne? Ja. Wird sich so schnell nicht wieder einfallen lassen, Nemo aus dem Geschäft zu drängen. Gut. So, also ich denke mir mal, das war's hier. Warte mal, wo komme ich jetzt eigentlich hier hin? So. So, also ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen, ein Abo und sonst ist es wieder dabei. Bye, bye.